Halli, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Format. Wir betreten die Zukunftsvisionen. Nee, Quatsch, wir schauen ein bisschen in die Zukunft mit den Decks der Zukunft. Hier stellen wir euch Decks vor, die in Zukunft noch ein bisschen besser werden könnten oder sogar die Möglichkeit haben, das Meta ja, ein bisschen aufzumischen oder mitzumischen, je nach Deck, das wir uns dann anschauen werden. Heute machen wir das mit den Altergeist-Karten. Ein tolles Thema. Aus dem Link Reigns Anime, gespielt vom Ghost Girl. Die ganzen Karten basieren auf weiblichen mystischen Kreaturen. Ihr seht hier beispielsweise Melusik. Ihr seht schon diese Meerjungfrau, die sie repräsentiert. Coole Sache und dann dieses Cyber-Thema quasi dazu. Sind alles Hexermonster, das macht es auch sehr interessant. Da gibt es viel coolen Support für. Aber zuerst einmal, was ist eigentlich die Strategie von Altergeist? Was machen die? Naja. Die Deckstrategie der Altergeists ist im Prinzip einfach Kontrolle auszuüben. Das ist ein reines Control-Deck. Ihr versucht, den Gegner an allem zu hindern, was er so tut und ihm richtig schön in die Suppe zu spucken. Ihr habt kleine Monster, die fungieren so ein bisschen als Toolbox, das heißt, ihr benutzt sie für ganz verschiedene Sachen. Ihr habt also im Prinzip für jede Situation das richtige Monster bzw. die richtige Karte im Deck. Das ist super praktisch. Und die Fallen sorgen dann dafür, dass ihr Ressourcen bekommt, dass ihr weitere Vorteile bekommt, dass ihr Sachen suchen und eben aufs Spielfeld bekommen könnt und dass ihr den Gegner auch nerven könnt damit. Möglich, wirklich gut und möglich wird das Deck erst mit Flames of Destruction. Und zwar mit dieser Karte hier, Altergeist Multi-Faker. Die Karte ist super klasse, denn sie bringt euch Swarm-Potenzial in dieses Deck. Ist auch ein Hexermonster selbstverständlich, 3 Stufensterne und ein Monster vom Typ Finsternis ist es dazu. Wenn du eine Fallenkarte aktivierst, außer wenn es Damage selbst, du kannst diese Karte Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören, wenn diese Karte Spezialbeschwörung beschworen wird. Du kannst ein Altergeist-Monster Spezialbeschwörung von deinem Deck in die Verteidigungsposition beschwören, außer Altergeist Multifaker. Du kannst in diesem Spielzug, in dem du diesen Effekt aktiviert hast, keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Altergeist-Monster. Du kannst den Effekt von Altergeist Multifaker nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, mit dem kriegt ihr im generischen Zug eure Combo-Pieces raus. Ihr könnt so die zerstörerischen, nervtötenden Effekte eurer Altergeists aufsetzen. Das ist eine super gute Karte und genau mit der wird das Deck gut werden. Im Main-Deck spielt ihr sowieso grundsätzlich 4 von den verfügbaren Altergeist-Monster und das sind die 4 hier. Die schauen wir uns jetzt alle mal kurz zusammen an, denn ich bin sicher, nicht alle von euch kennen die. Wir haben Multifaker schon gesehen, kommen wir als nächstes zu Altergeist Melusuche oder Meluseek auf Englisch. Mit der könnt ihr direkt angreifen. Wenn sie dem Gegner Kampfschaden zufügt, könnt ihr eine Karte wählen, die den kontrolliert und sie auf den Friedhof legen. Spot Removal ohne Zerstörung, das ist immer gut. Wenn die Karte vom Spieler auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr außerdem der Hand ein Altergeist-Monster vom Deck hinzufügen, außer Altergeist Melusuche. Das ist auch super praktisch, geht alles nur einmal pro Spielzug. Ist eingehend praktisch, damit ihr halt Link-Monster beschwören könntet. Eine super Ergänzung oder Erweiterung für das Deck wäre Link-Kuribo, wenn wir den dann bekommen sollten hier im europäischen TCG. Dann könnt ihr Altergeist Melusuche für Link-Kuribo verwenden und so durch Melusuche noch was auf die Hand bekommen. Die nächste sehr lästige Karte ist Altergeist Silquitaire. Silquitaire macht folgendes, es ist ein Schnelleffekt. Du kannst eine andere Altergeist-Karte, die du kontrollierst, auf die Hand zurückgeben und deine Karte wählen, der Gegner kontrolliert. Gib sie auf die Hand zurück. Bounce mit Recycling-Potenzial. Also es ist eine sehr, sehr praktische Karte. Ihr könnt damit beispielsweise eure eigene Multifaker-Karte zurück auf die Hand geben und ein generisches Monster bouncen. Das Vieh ist ziemlich lästig, wenn es mal ins Laufen kommt. Also nicht unterschätzen den kleinen Silquitaire hier. Auch bei ihm, falls die Karte vom Spieler auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Altergeist-Falle im Friedhof wählen. Füge sie deiner Hand hinzu. Ja, also alle haben diesen Recycling-Effekt, wenn sie auf den Friedhof gehen. Nächste Karte. Altergeist-Marionette. Eine richtig nice Karte, auch vom Artwork her. Wenn ihr sie jetzt nochmal Beschwörung beschwört, dürft ihr eine Altergeist-Falle direkt vom Deck in die Zauberfallenkartenzone setzen. Super praktisch. Setzt euch First Turn schon mal eure Trap-Plays auf und ihr braucht die Traps unbedingt für Multifaker, also eine super Kombination hier. Du kannst auch eine Altergeist-Karte, die du kontrollierst, und eine Altergeist-Monster-Karte im Friedhof wählen. Lege die Karte vom Spielfeld auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre das andere Monster Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Den Effekt benutzt ihr nicht ganz so häufig, ist aber praktisch, wenn man ihn dann doch mal brauchen sollte. Naja.
dass die vier Main-Deck-Monster der Altergeists, sie haben auch drei Link-Monster am Start. Zwei davon besitzen wir schon, das andere wird noch kommen mit Flames of Destruction. Auch die schauen wir uns doch gleich mal zusammen an. Wir beginnen mit dem Altergeist Ur-Banshee oder Prime-Banshee, wie er im Englischen heißt. Während der Main Phase, das ist ein Trend-Effekt, du kannst ein anderes Altergeist-Monster Tribut anbieten, beschwöre ein Altergeist-Monster-Spezialbeschwörung von deinem Deck in deine Zone, auf die diese Karte zeigt. Falls diese Karte vom Spieler auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Altergeist-Karte in deinem Friedhof wählen, füge sie deiner Hand hinzu. Also auch hier haben wir wieder diesen Recycling-Effekt. Die Link-Monster sind gar nicht mal so extrem wichtig hier drin, aber Ur-Banshee ist natürlich eine coole Sache und kann euch nochmal ein bisschen mehr Pressure aufs Spielfeld bringen. Die Link-Pfeile sind ziemlich speziell. Einmal nach rechts, nach unten und nach unten rechts. Ja, ist eine spezielle Aufteilung. Die nächste Karte ist Altergeist Hexzia. Hexzia ist ein 1500er Angriffsmönsterchen, Link 2, und kriegt Angriffspunkte in Höhe der Grund-ATK jedes Altergeist-Monsters, auf das es zeigt. Was ein bisschen komisch beschrieben ist, denn jedes, auf das es zeigt, ist im Regelfall nur eins. Denn entweder es zeigt nach unten und liegt in eurer Extra-Monster-Zone, dann ist es 1, oder es liegt irgendwo in eurer Monsterkartenzone, in der Main-Monsterkartenzone, und zeigt nach rechts und dann ist es auch 1, denn unten sind die Spell und Traps. Also, naja, komisches Wording. Ist ein ziemlicher Beatstick oder kann ein ziemlicher Beatstick werden, mit Link 2 auch ganz praktisch rauszubekommen. Dann kriegen wir auch noch Gidolga. Gidolga ist nicht ganz so wichtig, Effekt habt ihr hier auf dem Bildschirm. Schauen wir uns mal noch die Fallenkarten an, denn die sind wirklich wichtig. Es gibt viel mehr als die hier, aber wichtig sind die drei, die ich euch hier jetzt zeigen werde. Und auch die schauen wir uns zusammen an, denn wie gesagt, das Thema ist noch nicht so ganz bekannt. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben. Von daher schauen wir uns hier mal die guten Fallenkarten an, der Altergeist. Wir fangen an mit Protokoll. Protokoll ist klasse. Die Aktivierung und die Effekte von Altergeist-Karten, die auf dem Spielfeldzeit aktiviert werden, können nicht annulliert werden. Das bringt euch schon mal Sicherheit, ist aber gar nicht mal der beste Effekt, denn wenn dein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, du kannst eine andere offene Altergeist-Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, zerstöre es. Es ist einfach nur klasse. Ihr könnt also so im Prinzip immer wieder Karten negieren. Das ist super praktisch und stört den Gegner extrem. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ihr es nur einmal pro Spielzug machen könnt, aber ansonsten wäre die ganze Sache wahrscheinlich auch ein bisschen zu stark. Nächste Karte ist Altergeist Erscheinung. Eine neue Karte aus Extreme Force. Wähle ein Altergeist-Monster in einem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition und rüste es mit dieser Karte aus. Wenn diese Karte das Spielfeld verlässt, zerstöre das Monster. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und eine Altergeist-Falle in deinem Friedhof wählen. Füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Altergeist-Erscheinung am Spielzug verwenden. Also im Prinzip haben wir hier die Kombination aus einem Ruf der Gejagten, der nicht permanent ist, und einem Recycling-Effekt vom Friedhof. Eigentlich ganz praktisch. Nächste Karte ist persönliches Spoofing. Und auch die ist klasse. Einmal pro Spielzug, du kannst eine Altergeist-Karte von deiner Hand oder offen von deiner Spielfeldseite ins Main-Deck mischen. Füge deiner Hand eine Altergeist-Monster-Karte von deinem Deck hinzu. Die ist ganz lustig mit Multifakers zusammen. Ihr könnt nämlich eine Altergeist-Karte zurückmischen. Einen Multifaker auf die Hand holen. Und diesen Multifaker dann direkt specialen, weil in der Kette eine Fallenkarte aktiviert wurde. Ganz lustig eigentlich. Suchen, direkt specialen. Klasse. Ja, das sind die Karten, die wir in diesem Deck brauchen, die das Deck gut machen. Und wie gesagt, es ist ein Toolbox-Control-Deck. Das heißt, ihr setzt wirklich darauf, den Gegner reinzupfuschen, ihn nicht spielen zu lassen und mit den kleinen Mönsterchen hier richtig schön auf die Nerven zu gehen. Jetzt ist es natürlich noch wichtig zu wissen, ja, schön und gut, lieber Insider, aber was kann ich jetzt damit machen? Ist das wirklich ein gutes Deck? Wo gehört das hin? Ist das eher so Tier 3 und man muss ein bisschen Glück haben? Oder ist das eher so Tier 1 und es könnte andere Decks auseinanderreißen? Naja, wenn wir in Flames of Destruction die Multifaker-Karte noch bekommen, wird das Deck wahrscheinlich so ins Tier 2 fallen. Das ist ein gutes Tier 2. Wenn wir jetzt noch irgendwie Support bekommen sollten für die Altergeists, und das wird passieren, denn die Altergeists sind ein Thema aus dem Anime, die werden also definitiv noch Support bekommen, werden sie wahrscheinlich höher steigen, wenn es ein guter Support ist, wie eine Field Spell, die suchen kann, a la Trickster Light Stage, so in die Richtung, das wäre klasse. Oder aber, wenn das Meta bis dahin
jetzt nicht etwas ist, was super konstant ist und nicht so stark mithalten kann mit diesen Control-Effekten, also da nicht rüberkommt oder da nicht gegen ankommt, auch dann könnte es passieren, dass Altergeist doch irgendwo so in Richtung Tier 1 rutscht. Für den Moment, mit den Infos, die wir haben, bleibt es aber mal Tier 2. Horus hat noch ein kleines Spiel für euch aufgenommen. Mit dem Deck, das er zusammengebaut hat. Wenn ihr ein Deckprofil übrigens sehen wollt, schreibt es mir in die Kommis. Dann können wir das sehr, sehr gerne mal noch nachholen. Und da könnt ihr mal ein paar von den kleinen fiesen Tricks der Altergeists sehen. Und mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie die so spielen, was die so machen. Und euch mal ein bisschen reinschauen. Dann ist es nicht ganz so theoretisch, habe ich mir gedacht. Ich wünsche viel Spaß bei diesem kleinen Replay. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Würde mich riesig freuen. Lasst auch ein Abo da, dann verpasst ihr nicht die nächsten Folgen von Decks der Zukunft und den anderen coolen Formaten, die wir hier auf dem Channel haben. Das war's von mir. Jetzt viel Spaß beim Replay und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.